Design überhaupt entsteht ja in einem sehr komplexen Kontext von vielen Einflüssen. Also manche sind eben die sozusagen Dinge, aus denen man lernt, die schon gemacht wurden. Andere Dinge muss man neu entdecken. Der wichtigste Aspekt ist natürlich der Nutzer. Und bei Design sprechen wir meistens über Dinge oder Prozesse, Systeme, die man entwirft für Menschen. Design ist nicht mehr so der eine große Wurf.